einmal und bitte verzeiht den Lärm im Hintergrund, weil da oben geht die Autobahn vorbei. Aber die Wiesen selbst ist eigentlich recht eine super Wiesen, weil es in Ruhe gelassen worden ist und das das ganze Jahr eigentlich. Also da war kein Zwischenmarkt, also die hat sich da dahin entwickeln können. Nächstes Jahr freue ich mich auf solche Wiesen, weil dann gehen wir nämlich nicht auch Pflanzen nur durch, sondern dann gehen wir spazieren und wir reden über mehrere Pflanzen. Aber heuer mache ich jetzt einmal eine Pflanze nach der anderen und da geht es mir um einen Borage. Der Borage ist eigentlich ein Gartenkraut, also wird auch Gurkenkraut genannt und ist ein Gartenflüchtling. Da hat er die Flucht gut geschafft und da hinten haben wir dann eh noch andere Exemplare und größere Exemplare. Also er, hat's er hat die Flucht daher geschafft. Das Ganze ist eine einjährige Pflanze, das heißt aus dem Samen bis zu dem, was wir da jetzt sehen, innerhalb dieser Saison. Und dann stirbt das auch wieder ab. Also das ist nichts, was dann Wurzel bütet und überwintert und wiederkommt, sondern das war es dann da. Und ich hoffe dann bei dem Großen hinten, dass wir das besser sehen. Also die Blüten sind ja wirklich hübsch. Ja, aber die fangen in ihrem Leben gar nicht blau an, sondern rosa. Und das ist ein bisschen wie beim Lungenkraut. Also durch pH-Wertveränderung verfärbt sich dann die Blüte. Also es beginnt rosa, geht ins Blaue und kann schlussendlich ein bisschen im Roten enden. Seht ihr, da sehen wir das rosa-rote sogar ein bisschen. Die ganze Pflanze ist, schaut, Bestäuber, hallo, grüß euch. Ist total borstig behaart, also das zieht sich überall durch, auch auf die Blauen. Dennoch kann man die Blauen essen, sie werden auch in Salaten verwendet, man kann Spinat draus kochen. Die Blüten kann man zu Dekozwecken mampfen, ist essbar. Und dazu gesagt, es ist wie beim Beinwell, die Pyro-irgendwas-Alkaloide. Ich kann es nicht aussprechen, Entschuldigung, aber ihr wisst eh, was ich meine. Also, es ist was drinnen, was nicht wirklich giftig macht, aber was verursacht, dass die Empfehlung ist, Genuss ja, aber nicht immer und nicht durchgehend und nicht in groben Mengen. Aber Genuss ist möglich, so wie beim Beinwell. Dort sagen sie, da ist dieser Stoff drinnen. Und das sollte man nicht zu viel nutzen, aber darf man schon nutzen. Und weil ich gerade da die Biene sehe, es ist bei diesem Stoff so, und das, da ist das Jakobskreuzkraut wieder recht feucht, weil das hat einen Haufen von diesem Stoff. Das kann für die Bienen auch in den, oder das kann nicht nur, das wird für die Bienen auch in den Honig eintragen. Jetzt ist beim Borage nicht die Gefahr, weil eh keine riesen Borage-Felder irgendwo da umeinander stehen. Aber wenn dem so wäre, dann wäre die Empfehlung, dass man diesen Honig, der was dort gewonnen wird, mit einem anderen Honig aufstreckt, um dann diesen Inhaltsstoff zu strecken und zu mindern. Ich habe euch auch gesagt, das ist nicht das einzige Exemplar. Schauen wir da, schaut's. Da gefällt mir, dass ich euch sagen kann, das kann doch ziemlich groß sein. Schaut, groß, groß, groß. Ja. Und da sehen wir noch ganz so ein Einzelpflanzerl. Ja, jetzt habe ich natürlich meine Schafe. Ja, super, eh gegangen. Sogar ohne eine Schafe. Ist eine einjährige Pflanze, habe ich eh gesagt, dann seht ihr, also das kommt dann auch mit einem relativen kleinen Wurzelsystem aus. Wobei das nicht bedeutet, einjährige Pflanzen haben immer nur kleine Wurzelsysteme. Also das kann auch beachtlich werden. Aber der hat zum Beispiel, ja, wenn man den großen da ausreißt, und das tue ich jetzt nicht, würde sich das wahrscheinlich auch schon anders darstellen. Borstig, habe ich schon gesagt, vom Putz, also von Stängel bis Blauen und zu den Blüten. Also das ist alles borstig behaart. Die Blüten selbst, also essbar, habe ich schon gesagt, aber sind vormännlich. Das heißt, erst werden die Staubblätter reif, wo der Pollen abgeben wird. Das sind diese da schwärzlich wirkenden, seht ihr die da rundherum praktisch, also die werden als erst reif und erst dann, und das habe ich da jetzt praktisch durch Spreizen sichtbar gemacht gehabt. Mal schauen, ob mir das nochmal gelingt. Nein, da nicht, aber es macht nichts. Es gibt nämlich eh einen, wo es überhaupt von auch schon ausgeschaut wird, nämlich da.
Schaut, da schaut auch jetzt schon die Dame aus. Das ist zwar jetzt nur ein Fruchtblatt, es gibt aber vier Fruchtknoten, also wenn das befruchtet wird, wird es dann vier Samen da drinnen geben. Ja. Und diese Samen, und da muss ich jetzt gucken, nein, der hätte ich jetzt besser vorbereiten sollen, nein, passt sogar, ha, mit einer Hand, manchmal funktioniert es nämlich doch super, seht ihr das? Da sehen wir jetzt eine. Da ist sogar noch das Stabal über, wo ich gesagt habe, das wird befruchtet, dann wandert der Pollen nach unten in die vier Fruchtknoten und dann können sie eben da vier Samen entwickeln. Ja, die sind natürlich da noch unreif, aber man sieht voll schön vier. Ja, und wenn... oje, oje, oje. Nochmal. Ich will auf was aussehen. Ich meine, ich kann es jetzt eh nicht sagen im unreifen Zustand, aber wenn die vier Samen dann einmal ausfallen, dann, ich kann es vielleicht doch. Warte mal, ja. Der ist zwar unreif, aber seht, der ist nicht nur rund, sondern da unten, wo er angemacht ist, ist so ein Scheiberl dran. Das ist so ein Elaiosom, was dann, wenn es reif ist, fette Öle enthält und für Ameisen gern gemampft wird. Folgende Idee von Boric: Ich strahle die Samen aus und da ist was drauf, was die Ameisen gern mögen. Die nehmen das mit und so werde ich verstrahlt. Super Idee, funktioniert ja ganz gut. Haben wir jetzt alles gehabt? Blüte habe ich gesagt, vormännlich. Am Anfang rosa, nachher immer blau, also da haben wir schön blau. Ja. Und Samen, vier drinnen, einjährig, essbar, Blüten, blau, roh, verkocht, aber eben in ja, unregelmäßigen Abständen und nicht tonnenweise. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja. So viel zum Porridge. Wenn ich da so aufschaue, befürchte ich, dass ich nass werde. Aber ich kann eh wieder mal gewaschen. Ja, passt. Ich wünsche euch Mahlzeit.